Hoher Tennisbesuch aus Hamburg im Nordwesten Münchens. Michael Stich ist Ehrengast bei der feierlichen Eröffnung der International Tennis Academy von Markus Zöcke in Oberschleißheim. Zusammen mit seinem Partner Wolfgang Sugorski von der Industriereinigungsfirma ICC will Markus Zöcke hier auf seiner Anlage an der Ruderregatta Tennistalente ganz nach vorne bringen. Ein Vierteljahr lang haben sie die 1997 von Niki Pilic gegründete Tennisakademie renoviert und viel Geld investiert. Wir haben über 274.000 Euro an Investitionen in diese Anlage hereingesteckt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Alles ist wieder auf dem neuesten Stand der Tennistechnik. 8 Sandplätze im Freien. Dazu kommen in der Halle 2 Rebound Ace, ein Hartplatz und 3 auf Teppich. Auch das Fitnessstudio ist bestens ausgestattet. Um die Nachwuchscracks kümmern sich Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler. Untergebracht sind die Schützlinge von Markus Zöcke in 14 ebenfalls rund erneuerten Zimmern. Die Zimmer sind sehr schön geworden. Also hier, man steht auf, Frühstück ist schon da, ist gerichtet. Auf der Anlage in Oberschleißheim befindet sich jetzt auch wieder ein Tennis-Pro-Shop, ein Raum für Pressekonferenzen, Seminarräume und eine gute Gastronomie mit gemütlicher Terrasse. Das Umfeld ist wirklich perfekt mit dem Trainingsgelände bei der Ruderregatta. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio, wir haben dieses wunderschöne Restaurant, die Terrasse. Hier wird gekocht werden, sportlergerecht. Wir begrüßen alle umliegenden Tennisfans, Tennisvereine herzlich. Und laden sie ein, hierher zu kommen, zu spielen, auch zum Beachvolleyball, zum Fußball. Also wir haben im Prinzip das gesamte Portfolio hier und das macht es interessant. Wir sind 20 Minuten von dem Flughafen entfernt, 10 Minuten nach München. Also ich glaube, einen viel besseren Standort kann man sich nicht vorstellen. Gut, es sind die Plätze, die Aufteilung der Plätze sehr, sehr gut. Ich glaube, man ist dicht zusammen, das ist schön. Man ist dicht auch mit dem Clubhaus, mit der Halle, mit den Apartments. Das ist alles sehr eng und das finde ich sehr gut, dass man keine großen, weiten Wege hat. Von daher glaube ich schon, müssen natürlich die Plätze jetzt mit Leben gefüllt werden. Das ist das A und O. Und die Aufgabe haben die beiden jetzt ja auch vor sich, oder Marco speziell. Ja, die Terrasse ist wie gesagt super schön und dann der Blick auf die Plätze ist sehr, sehr gut. Das Restaurant ist super geworden und ja, ist einfach eine super Anlage und ja, es wird hoffentlich gut laufen, die Akademie. Im Mittelpunkt steht natürlich Tennis. Ex-Davis-Cup-Spieler Markus Zöcke will hier deutsche und internationale Talente unter professionellen Bedingungen ausbilden und mit etwas Glück den nächsten Wimbledon-Sieger finden.